Hallöchen, liebe Bücherfreundinnen, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Alvel Unpacking. Ja, ich habe heute ein riesen Paket von Alvel bekommen. Ich guck mal hier, glaube ich, die Adresse drauf. Ein riesen Paket. Ich durfte bei Alvel bestellen und zwar habe ich einen Gutschein bekommen von Alvel in einer Art Kooperation und ich durfte mir für diesen Gutschein ja ein paar Bücher aussuchen. Und wer Alvel noch nicht kennt, bei Alvel bekommt man Menge Exemplarbücher. Es gibt verschiedenste Aktionen, dass die nochmal rabattiert werden. Es gibt ganze Bücher, Pakete, Sets zu einem wirklichen Schnäppchenpreis. Und die Bücher sind eben nicht gebraucht, sondern sind eben Menge Exemplare und auch als dieses in der Regel gekennzeichnet, bestempelt oder sonstiges. Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich ein paar Bücher shoppen durfte. Und ich habe einige aus meiner Wunschliste entdeckt, die jetzt natürlich mit durften. Und ich denke, wir fangen einfach so an, wie sie kommen. Also sie sind hier wunderbar im Karton eingepackt, sieht relativ gut aus. Und ich werde natürlich ein bisschen was zu den Büchern sagen, warum ich sie bestellt habe, wie der Zustand ist. Und das erste Buch, was ich greife, ist von Markus Heitz, Ära, die Rückkehr der Götter. Das sieht super aus, also wirklich ein ganz, ganz toller Zustand, Menge Exemplarstempel. Und das ist so ein Gummibuch, würde ich sagen, das sich total lustig anfühlt und in das man bestimmt keine großen Leserinnen reinkommt. Ja, Markus Heitz habe ich vor ein paar Jahren entdeckt und habe diese Judas-Kinderreihe gelesen und habe letztes Jahr auch Vedora gelesen. Und es gibt mittlerweile doch einige, sowohl im Freundeskreis wie hier auch auf BookTube, die von Markus Heitz schwärmen. Und ich fand Ära, die Rückkehr der Götter, wirklich mega, mega spannend. Denn es heißt hier auch so schön, der Meister der Mythen erschafft eine neue Welt. Da ist die Kamerakatze. Wir sind im Jahr 2019 und es herrscht eine neue Weltordnung. Gar nicht mehr so weit hin. Die Götter sind auf die Erde zurückgekehrt. Alle Götter bis auf einen. Während Odin, Zeus, Manitu, Anubis, Shiva und Co. sich ihre alten Kultstätten zurückholen und ihre Anhänger um sich scharen, warten Christen, Moslems und Juden vergeblich. Interpolermittler Maleus Boreau ist Atheist geblieben in dieser Welt voller Götter. Er ist gut in seinem Job, denn er hat keinen Respekt. Weder vor Menschen noch vor Göttern. Sein aktueller Fall fordert ihn allerdings. Auf der ganzen Welt verschwinden religiöse Artefakte aus den verschiedensten Kulturen. Und die Diebe gehen dabei buchstäblich über Leichen. Und das ist nicht das einzige Rätsel, das es zu lösen gibt. Finde ich unglaublich spannend und ich glaube, dass das tatsächlich was für mich ist. Ich stehe schon lange, lange auch auf der Wunschliste, weil ich doch einige Markus Heitz Bücher auf der Wunschliste hatte und oder noch habe. Und auf das freue ich mich wirklich sehr. Und ich mag auch diese, seht ihr das, diese Gummiform? Das sieht irgendwie cool aus. Dann ein Buch, das es auch schon länger auf meiner Wunschliste, ja, im Grunde geschafft hatte, vor längerem dahin zu kommen. Und zwar von Holly Jane Raylands Blätterrauschen. Das ist ein Hardcover-Buch, hat hier oben die Menge Exemplarstempel, sieht aber sonst also wirklich wie neu aus an dem Buch, ist so gar nichts. Ich habe hier hinten so ein paar Eindrücke, das sieht aus wie von der Lagerung. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennen kann, aber das ist nichts, was einem irgendwie negativ auffällt. Ich hatte von der Autorin Everlasting Love, glaube ich, gelesen. Es war so ein pinkes Buch, da ging es um Zeitreisen. Und bin dann eben auch auf die anderen Bücher oder auf das andere Buch von ihr gestoßen. Und hier heißt es so schön, ein poetisches Familienporträt. Denn es ist eines stürmischen Herbstnachmittags an die Hintertür zum Leseklub der Buchhandlung Blätterrauschen klopft. Ahnen Oliver, Iris und Rosa nicht, dass sie bereits mitten in einem großen Abenteuer stecken. Denn der Junge vor der Tür kommt aus der Zukunft. Und es dauert eine Weile, bis er versteht, dass er sich nicht in einem virtuellen Spiel befindet, sondern gegen seinen Willen in die Vergangenheit gereist ist, ins 21. Jahrhundert. Oliver, Rosa und Iris geraten gemeinsam mit Colin in eine gefährliche Zeitschleife und müssen feststellen, dass sie alle Figuren eines Komplotts sind, in dem es um nicht weniger geht als um ihr Leben und um unsere aller Zukunft. Ich liebe Zeitreisengeschichten und dass wir hier jemanden haben, der in unsere Zeit reist
und da gar nicht hin wollte, finde ich wieder mega spannend. Und mir hat damals das Buch von ihr gut gefallen. Und ich hoffe, dass mich dieses Büchlein von ihr dann eben auch einfach packt und mitreißt. Ja, dann gab es reduzierte Kalender. Und ich lese immer mal wieder gerne in Mondkalendern. Und ja, so habe ich mir den bestellt. Ich glaube, für nicht mal einen Euro. Ich glaube, 99 Cent. Leben im Einklang mit dem Mondzyklus. An dem ist halt gar nichts. Ich meine, es ist halt ein Kalender. Die werden jetzt ja auch bei Thalia und sonstigem reduziert. Habe ich mich sehr gefreut. Wie ihr seht, er ist noch eingeschweißt. Und ich meine, das Jahr hat ja immer noch über 10 Monate. Und also, ne? Und von daher ist das ein absolutes Schnäppchen gewesen und hat mich mega, mega gefreut. Dann durfte ein neuer Musso bei mir einziehen. Lass mich niemals gehen. Ich habe ja letztes Jahr Musso entdeckt und habe zwar noch, glaube ich, 4 Bücher von ihm auf dem Sub, aber schon 3 gelesen. Und er mochte diese 3, die ich gelesen habe, wirklich unglaublich gerne. Und ich möchte alle Musso lesen, die es gibt. Das hier unten der Stempel für das Menge-Exemplar. Und man hat hier so ein paar Rillen. Und sonst sieht das Buch aber auch wieder sehr gut aus. Das sind halt, glaube ich, immer so ein paar Ablagerungszeichen. Und ja, beim Musso heißt es hier, ein anrührender Roman über Liebe und Freundschaft. 15 Jahre ist es her, dass Ethan alles hinter sich ließ, um seinen Traum von einem glamourösen Leben zu verwirklichen. Seiner Karriere als Psychologe und unumschwärmter Medienstar hat er sogar seiner großen Liebe Celine geopfert. Jahre später lädt Celine ihn unverhofft zu ihrer Hochzeit ein. Ein schicksalshafter Tag, der Ethan die Chance gibt, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Und hier heißt es so schön, Musso erzählt eine wahrhaft existenzielle Geschichte. Le Vigaro. Ja, Musso hat ja etwas ganz Besonderes, dass die Cover unglaublich kitschig aussehen, der Inhalt aber in der Regel immer ganz anders ist und man hier immer so eine Mischung hat. So ein bisschen auch, dass etwas Übernatürliches passiert, dass etwas Unerwartetes passiert, dass man so wie ein Krimi, Thriller, ein bisschen Liebe, so alles gefühlt hat. Und ich bin auch hier sehr gespannt und da das nicht sehr dick ist, denke ich, lässt sich das auch einfach mal wunderbar an einem Nachmittag auf der Terrasse oder dem Garten weglesen und ja, von den Covern darf man sich tatsächlich nicht stören lassen. Die finde ich persönlich jetzt leider von Musso gar nicht so schön, denn ich finde sie verwirren und ja, zeigen einem nicht so richtig, was drin ist. Ja, hier stehen hier, ist nur der Lieferschein, keine Preise, sonst hätte ich euch die Preise mal mit sagen können. Ja, hier ist dann auch ein kleines Lesezeichen mit drin, was ich finde, dass man auch immer gebrauchen kann. Und ja, jetzt kommt der Wälzer schlechthin. Ein Buch, beziehungsweise der erste Teil, stand schon lange, lange auf meiner Wunschliste. Und diesmal gab es die ganze Trilogie in einem Band. Und ich habe nicht bedacht, dass das so ein Wälzer ist. Ja, es ist von John 12 Hawks, Traveler im Auge des Bösen. Und ich bin gerade schockiert über die Dicke des Buches. 3 Romane in einem Band. Also es ist die Traveler-Trilogie. Die hat hier unten wieder die Menge-Exemplar-Stempel. Und man sieht hier hinten auch wieder so ein paar Rillen. Ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich weiß jetzt gar nicht, was mich der gekostet hat. Ich glaube, die Hälfte von dem, was hinten draufsteht. Ich glaube, hier stehen 14,99 und ich glaube, es könnte mir das teuerste Buch gewesen sein, vielleicht mit 7,99 oder irgend sowas. Also locker die Hälfte und da hinten guckt nie einer drauf und von vorne sieht das doch echt cool aus. Und ich hatte eben den ersten Teil schon länger auf der Wunschliste und finde es jetzt toll, dass ich alle 3 habe. Ich weiß gar nicht, ob die innen drin getrennt sind oder nicht, aber wir... Ah ja, tatsächlich, die zeigen hier 400 an, dann fängt er hier wahrscheinlich wieder bei 1 an. Jetzt gucke ich gerade mal. Ach ja, ach nee, irgendwie ist was falsch. Ich habe jetzt keine Ahnung. Aber um was geht's in Traveler? Hier heißt es, 2 verfeindete Brüder, eine mysteriöse Bruderschaft und die Jagd nach dem Mann, der die Menschheit retten kann. Die Brüder Gabriel und Michael sind Traveler, die letzten Nachkommen einer Riege von Propheten, die für die Freiheit und Unabhängigkeit der Menschen kämpfen. Doch Michael ist zur Bruderschaft der Tabula übergelaufen, die die gesamte Menschheit mit Hilfe eines globalen Überwachungssystems kontrollieren will. In einem atemberaubenden Showdown entscheidet sich schließlich der dramatische Kampf der Brüder, der Traveler gegen die Bruderschaft für immer. Ich hoffe, ihr hört den Sturm jetzt nicht so extrem. Es ist heute unglaublich stürmisch. Wir haben Orkanstärken und Unwetterwarnung.
Ich musste aber ein bisschen aufmachen, weil durch den Ofen nicht sehr viel Luft da war. Aber ich hoffe, ihr hört es nicht so sehr. Ja, es heißt dann auch noch, ein packender Verschwörungsthriller über eine völlig überwachte Welt, in der die Zukunft bereits begonnen hat. Und ja, ich fand den damals schon so unglaublich spannend klingen. Ich weiß gar nicht, wann der erste, der ist bestimmt auch schon ein Jahr oder locker auf meiner Wunschliste, sogar vielleicht ein bisschen länger. Und 2005, 2007 und 2009, The Traveler, das Duell der Traveler. Und dann das Finale und dann The Golden City. Ah ja, sehr cool. Also es ist eine Trilogie, deswegen ist das auch so ein Wälzer. Mal gucken. Ja, ich freue mich drauf. Also ich freue mich, dass ich den zu diesem Schnäppchen bekommen habe, weil ich glaube, in jedem Einzelband wäre das nochmal teurer geworden und so. Ach, unglaublich. Also wirklich ein Traum, was man da bei Avell findet, wenn man ein bisschen wartet, die Wunschliste im Auge behält und ja, da einfach mal guckt, was so kommt. Und das ist dann auch schon das letzte Buch. Es ist noch ein Markus Heitz und zwar ist das Exkarnation. Ich hoffe, man spricht das Deutsch auf. Krieg der alten Seelen. Und wir haben hier ein sehr gruselig, thrillermäßiges Cover. Und auch dieses Buch ist, wie so manches Markus Heitz Buch, schon länger jetzt auf meiner Wunschliste. Und letztens hat die liebe Laura Newman auf ihrem Kanal, ich glaube, es war das Planlos Plaudern für Januar, hat sie so geschwärmt. Sie hat, glaube ich, das Hörbuch gehört, wenn ich mich jetzt nicht irre, vielleicht hat sie es auch gelesen. Ich packe euch das Video auch mal in die Infobox. Und sie hat mich dann so angefixt, dass ich dachte, das wird auf jeden Fall mit dein nächster Markus Heitz. Und als ich dann eben beide Heitz sozusagen bei Avell entdeckt habe, konnte ich halt einfach nicht Nein sagen. Und ja, mein Name ist nicht Nein, war Claire. Mein neues Leben begann an dem Tag, als ich ermordet wurde. Ein Wagen rast unvermittelt auf sie zu und überrollt sie. Claire stirbt an Ort und Stelle, obwohl sie ihrem Mann noch helfen wollte, der vor ihren Augen beim Überfall erschossen wird. Doch ihre Seele verlässt die Erde nicht. Beherrscht von dem Wunsch, den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen, fährt sie in den Leib der Selbstmörderin Lena von Bechstein. Doch Lenes Körper war eigentlich für jemand anderen vorgesehen und Claire gerät mitten hinein in einen uralten Krieg. Oh, klingt das nicht geil, ist so ein blödes Wort, aber ja. Auch hier haben wir einen Menge-Exemplar-Stempel. Hier hinten sind zwei wie so eine Art Risse, die aber nicht durchgängig sind. Finde ich auch von der Qualität wirklich super. Ich meine, man muss halt einfach bedenken, es sind Menge-Exemplare, die aus manchen Gründen eben auch Menge-Exemplare sind. Und sehr schön auch broschiert, tolle Ausgabe und ich bin mega gespannt auf diese Geschichte. Und freue mich, dass ich mit Avell jetzt tatsächlich zwei Wunschheits ja, im Grunde mir erfüllen konnte. Samt eines Mussos, samt dem Buch der Traveler und natürlich auch Blätterrauschen. Leute, was will man mehr? Nein, also wirklich ganz, ganz toll. Ich finde wirklich das Angebot von Avell immer sehr großartig. Und es gibt eben auch nochmal so spezielle Aktionen. Da könnt ihr gerne mal auf die Seite gucken, die ich euch verlinke. Und natürlich auch gibt es eine Facebook-Seite von Avell, wo man immer mal sieht, wenn so spezielle Aktionen sind und man da so ein bisschen drauf hingewiesen wird. Und guckt euch da einfach mal um, wenn ihr wollt. Ich habe da schon einige Male bestellt. Auch schon vor diesem hier gibt es so manches Avell-Unpacking auf meinem Kanal. Und ja, man kann manchmal einfach nicht Nein sagen. Also gerade bei den Menge Exemplarbüchern ist es halt wirklich so, sie sind halt nicht gebraucht. Man bekommt sie meistens wirklich in 1A-Zustand. Ich meine, der Stempel, mal ehrlich, ich finde, es gibt viel Schlimmeres. Den sieht kein Mensch mehr am Ende, wenn es im Regal steht oder liegt. Und ich bin ja eh keiner, der so auf extreme Oberflächlichkeiten steht, wie dass das alles so perfekt sein muss und keine Leserille und so. Na, Buch ist bei mir ein Gebrauchsgegenstand. Aber ich finde das natürlich, hier weiß man, was man auch bekommt. Es ist nicht ganz so wie vielleicht bei Rebuy oder Medimobs, wo man halt eben einfach gebrauchte Bücher kauft, sondern hier hat man Menge Exemplare. Und ich finde, den Unterschied sieht man definitiv. Und es hat mich wirklich mega gefreut, dass ich ein paar Bücher bestellen durfte, dass ich mir da was auswählen durfte, dass so viele Wunschlistenbücher dabei waren. Das macht mich wirklich mega glücklich. Und ich hoffe, auch ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Neuzugängen. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Buch auch auf der Wunschliste oder dem Sub. Dann meldet euch da gerne mal in die Kommentare, weil gerade die, die vielleicht manches auf dem Sub haben,
Vielleicht ergibt sich da ja eine kleine Lesegemeinschaft und man liest das Buch dann eben gemeinsam vom Sub sozusagen runter. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und vielleicht kennt ihr auch schon das ein oder andere Buch und habt eine Meinung dazu. Dann natürlich auch gerne immer in die Kommentare, auch natürlich für alle die, die dann in den Kommentaren lesen, dass wir da einfach so ein bisschen in den Austausch kommen. Und jetzt danke ich nochmal Avel, dass ich bestellen durfte, dass ich diesen Gutschein bekommen habe. Und ihr findet natürlich alles unten in der Infobox, was ihr vielleicht irgendwie wo sucht, wenn Fragen sind, einfach auch in die Kommentare. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.